So, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blood. So, im letzten Part hat sich unser armes Sarilein verkippen lassen. Das ist nicht sehr nettes von den Gegnern. Und ich habe drei Mädchen und drei Jungs im Team. Das ist schön. Und ich werde mir mal ein bisschen Ordnung einräumen. So, die Jungs kämpfen und die Mädels schauen zu. Wie im richtigen Leben. Da vorne ist ein Vogeltrainer, oder? Da wird Chris, denke ich mal, richtig was reißen können. Wobei, nee, halt, ich werde erstmal Sorby trainieren. Meine Vögel schaudern, du musst wirklich sehr gut sein. Denn ich will endlich mal einen Turtok haben. Einerseits deswegen, damit ich endlich mal wieder ein neues entwickeltes Pokémon habe. Andererseits deswegen, damit Shilock dann, oder Zorbi besser gesagt, ein bisschen stärker wird. Und er benutzt ein verficktes Dodri. Scheiße. Also ich bin schneller? Und bitte, und wird Fehler. Töten, bitte. Mies. X. Oh Gott. Ja, ich habe so eine panische Angst, ey. Weil du hast einen extrem hohen Angriff. So, Level up. Danke. Oh. So, was kommt? Dodo. Okay, damit kann ich leben. Bitte hab kein Dodri mehr. Fuck! Hilfe! Mein Gott! Warum? So! Alter! Was für eine Pokémon zu treffen! Gottes Namen, bitte nicht! Heilige Scheiße, wie verfickten Schaden machen die Viecher! Gott! Ich sehe es kommen! Ein Dodo. So, ich heile dich erstmal sicherheitshalber. Nicht, dass du mir noch abkratzt, denn es wäre sehr schade, wenn du sterben würdest, denn du bist eines meiner stärksten Pokémon. Naja, vom Level her. Oh, Fugenschlag ist kein Wehtun, bitte ne. Hör auf! Hör auf mit dem Volt. Gottes Namen, du Drecksding! Hör auf mich zu treffen! Boah, verbrannt, vergiftet, das kommt nicht, dass er eingeschläfert. Hör auf! Nur zweimal bitte! Boah, hör auf! Ja, hier war das Volltreffer, das Vieh! Alter! Verdammt! Komm, stirb dran! Oh, danke! So, wisst ihr was, es reicht mir gerade, ja, es reicht mir! Ist mir egal, ob der Fuchsane City liegt oder nicht. Ich gehe hier jetzt nach Lavandia zurück. Das ist so riskant hier. Ey, meine Pokémon kratzen fast ab. Und ich bin jetzt seit zwei Folgen nicht mit einem Pokémon Center gewesen. Joy! Hilf mir! Oh. Oh. Danke. Das tut so gut. Endlich ist mein Team wieder voll. Oh. Leute, ihr lebt alle wieder. Also lebt im Sinne von, ihr seid wieder fit. Oh. Musik ist unheimlich. Ja, weg hier. Oh Gott. Wie viel Pokédex Eintrag habt ihr? Hab ich 30? Nee, schade. Dass ich den Detektor holen können. Naja. Schade. So wird das Thema. Ich trainiere mal ein bisschen Zorbi. Ja, es stirbt fast. Ah. Also ich muss sagen, wenn jetzt noch ein Dodri kommt, dann habe ich panische Angst. So, jetzt muss ich mal nachschauen auf der Karte und so schnell fliegen. Also, ich bin hier auf Route 12. Das ist die Route. Das ist Route 13. Route 13, ja, also sprich, hier habe ich Gyarados versucht zu sagen. Hier können wir ein neues Pokémon fangen, hier ebenso und. Das ist auch eine neue Route, also sprich, gibt es hier auf Route 13 ein wildes Pokémon zu fangen? Route. Ah, ein Gras. Oh ne, Moment mal, ne, halt. Ach ne, stopp! Route 12 habe ich Relaxo gefangen, Route 13 habe ich Gyarados versucht zu angeln, stimmt. Sprich, darf ich nur auf Route 14 was angeln oder fangen, je nachdem. In Route 14 befindet sich. Ja, geh weg, du. Geh mal auf dem Rad ab.
Gut, 14 befindet sich hier, sprich hier wäre in dieser Wiese da, wo ich den Schneider brauche, Dankeschön Spiel. Und hier wäre Route 15, die kann ich dann auch ich hätte ja nicht Pokéball kaufen sollen, nicht Depp. Ich bin auch ein Deppi. So. Du schaust mich nicht an. Brav. Moment. Schaust mich nicht an. Oh. Oh. Fuchsania City. Oh. Oh. Ich danke dir Gott. Endlich die Stadt erreicht. Oh. Markt. Ja. Hier rein. Oh. So, kaufen, ja. Erstmal viele Hyperbälle. 10, 11 Stück. So, oh, du hast keine. Du hast keine. Oh, Hyperbälle. 17. Beleber, bringen mir eh nichts. Supertränke. So, ich würde erstmal ein bisschen verkaufen. Denn ich denke, ich habe noch ein bisschen Ramsch übrig. Parale brauche ich jetzt auch. Ach komm, ich behalte die mal. Ich werde die doch nicht wegschmeißen. Ja. Supertränke habe ich. Wenn. Ich glaube noch 5. So. Dankeschön. Der wäre uns wieder. Jojo, machen wir mal. Machen wir. Oh. Yes. Yes. Wir haben endlich Xanis. Ey, das ist glaube ich das schwerste Part gewesen bisher. Oh. Oh. Ey, aber das war so unfair. Erstmal Sarah vergiftet, dann noch Zorbi verbrannt. Ich meine, hallo? Wir haben Pokémon, was sie durchmachen müssen, ja? Ich will keins beerdigen müssen. Ein Assistent. Ein Assistent. Hallo, das ist nicht, ich bin Professor Assistent. Du bist. Ja. Ja. Kann ich den einfach nur umbringen, wenn sie den Epiteiler klauen? Nee, das Spiel ist ab 6, 3, keine Ahnung. Ah. Moment, habe ich denn jetzt 8 bis als Pokédex-Eintrag? Frag ich mich gerade so. Klar, geil. Cool. Ja, Arktos. Yeah. Mit den legendären Pokémon muss ich schauen, wie ich es machen werde. Ich glaube, ich fange die nicht. Ich töte die einfach. Ich gebe in Erfahrung. Weil sorry, ich meine, da werden einige Pokémon drauf gehen müssen, wenn ich die fangen will. So. Ich schau dir mal nach. Über beide. Gut. Zorbi, du kommst mal von vorne weg und ich tausche mal gegen Sari. So, na, was kriegen wir? Na? Na? Und es ist ein Blutzug! Ein weibliches. Ja, toll. Los um zu keep. Konfusion. Ach, das ist ein Volltreffer? Wow, du bist ziemlich schwach, Kumpel. So. Überall. Ach, wie nenne ich dich? Wen kenne ich, der auf Omod passt? Dieses Pokémon lebt in den Schatten großer Bäume, ist mit Insekten und wird vom Licht angezogen. Nein. Ich werde es so machen, ich werde Blutzug, wenn ich es benutzen werde, einen Spitznamen geben. Vorher wird es auf der Box so bleiben. Einfach mal deswegen, weil ich nicht weiß, nach wem ich es benennen könnte. Weil ich will eigentlich den Pokémon Namen geben nach Leuten, die ich auch kenne. Ich hätte eigentlich mal. Warum wird der Name gewesen? Für Oma. Ich meine, männliches wäre okay, da könnte ich irgendeinen trollen, aber weiblich? Wenn ich frei bin, dann kann ich Pokémon herbeirufen. Aha. Wenn ich Wasser lasse, dann kann ich Wasser lassen, weißt du? Was habe ich vorne? Sari, ne? Jupp. Okay, das darf das mal schaffen, Sari. Ich glaube dir. Ich vertraue dir. Windstoß. Ruckzucki. Ey! Das ist viel schneller. Egal. Ist weg. Porent. Oh Gott, du armer Kerl, das ist ein Porenter. Komm, ich erlöse dich mal schnell davon. Oh, sie überlebt. Abschlag. Ich drücke kein Item. Hier rum, Zuki, boom. Los, Sari, klauen die Lauchstange. Lauch. Dulu, oh Gott, du! Du elendes Drecksding! Du!
Ha! Paralysiert! In your face! Verfolgung. Ja, Ruckzuckieb, das verfolgt dich in deinen Träumen. Obwohl du bist jetzt tot. Vernichtet. So. Musste raus. Die Typen haben meine. Aber haben. Also haben fast meine Pokémon auf dem Gewissen. Hier, Geheim Power. Boom! Yes! So. Das mag ich so an Flamara. Hoher Angriff. Zwar keine guten Feuerattacken, aber hoher Angriff. Immerhin etwas. Und wenn es mal eine Feuerattacke lernt, ist es ein bisschen praktischer. So. Jetzt können wir nach vorne. Ich werde jetzt mal schnell zurückgehen. Ich könnte eigentlich theoretisch auch Chris Zerschneider beibringen, aber ich möchte meinen Pokémon, mit denen ich kämpfe, nicht solche schwachen Attacken beibringen. Sprich, Stärke würde ich sicherlich Relaxo beibringen, da es dadurch auch einen guten Stat kriegt. Aber ansonsten, naja. Ich hole mir jetzt mal schnell Muschas. Muschas? Masch. Den wollte ich den Raum einen neuen Namen geben. Und für Omo, ja, Blutzug muss ich mir noch einen Namen aussuchen, aber mal schauen. Paras. Musch. Ja. Ja, Schillock. Ganz schneller. Obwohl, nee, Schillock bin ich nicht aus. Ach, Keeper. Komm. Bisschen hoch genug. Du musst ein stärkeres Pokémon. Du kannst mal ein bisschen schlafen machen. So, jetzt habe ich erstmal wieder ein neues Pokémon. Wenn es überhaupt eins sein wird, denn es gibt ja die Regel, dass ich nicht zwei doppelte Pokémon haben darf. Ich mache mir die Nahtzugstelle eng zu schwer, oder? Ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber ich mache es mir extrem schwer. Ich meine, ich hab echt die fiesesten Regeln eingebaut. So, alles besiegt hier. Das ist sehr nice. So, hier darf ich ein neues Pokémon fangen, wenn es ein neues Pokémon sein wird. Bitte, bitte, dann lass es ein gutes Pokémon sein. Aber ich glaube, hier kommt nichts mehr, was ich haben könnte, also haben möchte, oder ein neues Pokémon. Ich glaube, ein Tauboga. Ja, schade. Ja, was, Flucht unmöglich. Lass mich fliehen. Mann. Danke. Ich habe schon einen Tauboga, das ist stark genug. Gut. Dann geht's hier lang. Hier war irgendwo ein Doppelkampf. Oder erstmal die hier. Du siehst Lampfrom aus, dann habe ich eine Chance. Ich bin Volti-Lampfrom. Steht hier Volti-Lampf? Nee, ja. Oh, ein Pikachu, wie ich dich jetzt schon hasse. Nix gegen Pikachu, aber Pikachu ist ein nerviges Slam. Aha. Nerviges Vieh. Weil. Sorry. Ich meine. Na, genau deswegen. Ich meine, im Anime. Na gut, ich denke mal, Pikachu kann nichts dafür, dass es im Anime so schwach. Boah! So schwach ist. Ich meine, wenn mein Trainer Ash wäre, dann wäre ich auch so eine Lusche. Sorry, Pikachu, aber. Hast mein Beileid, dass du so einen Vollidioten von Lappen. Vollidioten-Lappen als Trainer hast. Ich meine. Sorry. Ash ist einer der schlechtesten Trainer der Welt. Ich meine, ich schaue mir den Anime nicht mehr an, weil ich kann es mir nicht einmal antun, wie er wirklich kein Pokémon-Wissen hat. Zum Beispiel, oh, ein Gestein-Pokémon, das kein Bodentyp ist. Da hat Elektro keine Wirkung drauf. Natürlich hat Elektro-Attacken keine Wirkung auf Nasknet. Ja, ja, ja. Weiß doch jeder. Gott. Ja. Naja. Oder die Tatsache, dass, Pikachu lernt ja Elektroball für Voltackle. Sorry. What? Voltackle war mit Abstand die geilste Attacke. Und das für Elektroball. Je schneller Pikachu ist, im Gegensatz zum Gegner, desto stärker ist die Attacke. Ich meine, what? Warum? Warum sollten wir so einen Müll tun? Aber hey, ist Pokémon. So, ich nehme schnell meine zwei Stärken vor, dann das ist ein Doppelkampf. Du bist perfekt, hier zu mir meinen kleinen Bruder zu trainieren. Ich will gleich dich trainieren, wenn du verstehst, was ich meine. Oh, dein Bruder sieht stark aus. Nocturne und Kikli, oh du Scheiße. Level 29, oh, das ist hart. Ich gehe erstmal auf Kikli. Einfach mal deswegen, weil Kikli mehr Schaden machen kann. Wegen Kampfstep und Nocturne hat dafür. Wow. Wow. Hat dafür die.
Ja, so Donnerschlag, Eisschlag, Feuerschlag, die, ja, die kann was abziehen werden. Dass ein Spezialangriff einfach mal den Boden losen unten ist. So, zack, und komm, mega Kick. Bam! Hau ums Gesicht weg. Njum. Flügelschlag. Hier noch dreckig grinst, das ist Nocturne. Shield das eigentlich? Wie von zurück, trifft Shield. Hm, mal schauen. Was weiß ich. Ganz richtig, Sergio, achte von der Daten. Seine Schwester angeschrien. Hm, was denn gut. Noch ein Trainer. Hm. Chris, nach vorne, aber du bekommst erstmal einen Trank. Denn ich traue der Frau da vorne nicht. Die sieht finster aus. So. Hm, Sarah wird auch einen Trank bekommen, aber. Hm. Pokémon zu tauschen ist wirklich cool. Nee, Eis-Pokémon sind cool. Get it? Naja. Meine Witz war schon besser. Oh, ein Pipi. Jenny. Hm, schöner Name. So, hier Durchbruch. Bam, bam. Mitten ins Gesicht. Like Boss. Ey. Oh, ist Cosmic Kraft. Oh. Früher habe ich Comic Kraft gelesen und dachte mir so, what the fuck? Ja, ich denke mir heute noch, what the fuck habe ich mir da gedacht? Glitzer. Ey. Und sein damals Riesenclown auch geschützt zu werden, muss echt hart sein. Habe ich aber schon mal erwähnt, aber egal. Ich sagte tauschen. Ja. Ich meinte kämpfen. Baby. So, TM. Regen. Alles für Regentanz. Wow. Gut, 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 gut. Ach, kurzer Schnitt. So, da bin ich wieder. Toll. Ich mag es nicht, wenn man mich während dem Aufnehmen stört. Ich werde jetzt nach Prismania fliegen. So. Pokémon Center. Erstmal wieder Paras raus tun. So. Und Keeper kommt wieder rein. Den Keeper werde ich jetzt brauchen. So, mache ich einen Radweg? Ich weiß gerade nicht, denn. Ich mal, ich will Princess auch ein bisschen trainieren. Ich will mal Princess ein bisschen trainieren. Warum? Gibt er schon hoch genug. So, ich würde sagen, Leute, das war so ein Pokémon Blattgrün Nutlock Challenge von heute. Im nächsten Part werden wir dann einen Radweg machen. Aber erstmal werde ich mir mit Sarah schnell einen Trank reinhauen. Denn Sarah braucht Tränke. So. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!